Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Mass Effect Andromeda. Wir sind auf dem Weg zum nächsten Monolithen. Wir sind ja dort hinten bei der Station ja zwischengelandet, sage ich jetzt mal. Wir sollten uns diesen Reliktbereich näher ansehen. Haben wir, ist alles okay. Hier ist irgendwas mit Bergbau. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Ja, ich habe mich schon drum gekümmert. Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ich weiß das, Sam, ich weiß das. So, registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Okay. So, wir sehen ja, wo es hier schon... ich baue schon um. Okay. So, wir müssen zu dem nächsten Monolithen. Da hinten ist er. Da wollen wir jetzt hin. Hier werden wir mal schnell vorbeihuschen. Was ist das hier eigentlich? Das sieht doch eindeutig nach Fett aus, oder? Nach Fett. Parkett. Wartet mal. Wir müssen mal kurz hier. Kurz mal gucken, was das hier ist. Eine verlassene Station oder was? Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Lebenserhaltung ist stabil. Okay. Irgendwas höre ich hier. Okay, gut. Das hätten wir dann geklärt. Was ist denn das hier für eine Geräuschkulisse? Wo ist mein Auto? Da. Das sieht also nicht nur verlassen aus, es ist verlassen. So. Haben wir schön ablenken lassen. Weiter geht's. Aber ich muss schon sagen, die haben hier diesen Planeten wirklich eindrucksvoll in Szene gesetzt. Und ich bin gespannt, was uns noch auf unserer großen, großen Reise hier noch alles unter die Arme kommen wird. Unter die Augen. Arme? Augen natürlich. Augen. So, da oben müssen wir hin. Die große Basis hier haben wir ja schon geplättet. Die hatte es wirklich in sich. Die hatte auch einige Folgen nach sich Die hatte auch einige Folgen nach sich gezogen. So, wir versuchen mal hier irgendwie uns hoch zu... Ach, wir haben ja auch Glyphen. Okay. Komm. Jawohl. So, wie sieht's hier aus? Wir schauen mal. Okay, wir haben einmal hier oben eine, da drüben eine und hier unter uns eine. Also hier auf den Plattformen haben wir. Okay. Haben wir. Ich versuche hier gerade einen Weg zu finden. Jetzt muss ich ein bisschen klettern hier. Na. Genau. So, jetzt aber. Nein. Dann machen wir es so. Klick und klick. Jawoll. Das glaube ich auch. Hui. Auf zur Konsole. Entschlüsseln Sie Reliktcode. Zeilespalte. Wir kennen das Spiel, ja? Dann schauen wir mal. Wir haben... Hier kann nicht dieses Symbol sein. No? Das heißt... Wir fangen mal damit hier oben an. Da... Hier kann nicht das komische... Das kann hier sein und hier kann das Y sein. So. Ich denke mal, da sind wir schon recht gut bei. Dann können wir hier nur... Das hier und hier können wir das Y machen. Richtig? Ja, das könnte passen. Vielleicht können wir auch hier... Nee, hier können wir nicht das Y machen. Lass mal weiter überlegen. Dann... Achso, wir müssen ja auch noch hier aufpassen. Vorsicht, Leute.
Hier haben wir nichts doppelt. Hier haben wir bisher nichts doppelt. Das heißt, hier bleibt ja nur ein Symbol für uns übrig, das Y hier. Damit hätten wir bis... Doch, dann hätten wir jetzt alle Y in den Zeilen verballert. Wir hätten sowieso nicht hier packen können und hier nicht. Wir hätten nur die drei Möglichkeiten. Und hier hätten wir es gar nicht machen können, das Y, nach unserer aktuellen Geschichte. Ich vermute sogar, dass es hier mehrere Lösungsmöglichkeiten gibt. Gut, weiter geht's im Kontext. Das heißt, wir können hier... Das ist eine neue Dings. Sowas... Ich mache jetzt erstmal hier sowas und nee, haben wir. Ah, der hat gar kein Y. Ach, hier haben wir auch doppelt. Wartet mal. Das ist ja Quatsch hier oben. Das Y muss hier hin. Sehe ich nämlich gerade, weil hier die ausgespart werden, ne? Das heißt, das Y kann hier weg. Muss sogar hier weg. Und das würde bedeuten, dass wir das dort haben. Dann wären wir hier sauber, aber hier noch nicht. Hier wären wir jetzt sauber. Passt der Rest? Aber dann haben wir hier kein Y. Wir brauchen hier oben noch ein Y. Das heißt, das Y, ja logisch, ist hier oben. Und dann wäre das andere... Ja, dann wäre das sauber. Dann schauen wir mal weiter. Das haben wir schon, das haben wir schon. Dann wäre das... möglich und hier wäre das möglich. Dann wären wir hier durch. Das haben wir noch nicht und hier haben wir noch kein Dings. Das heißt, hier wären wir unique. Hier sind wir unique. Hier und hier. Jetzt bleiben nur noch hier diese mittelsten Sachen. Das heißt, das hier ist relativ dann einfach. Das wäre das Symbol. Das hier ist dann... Naja, das war es schon richtig. Das ist dann hier das. Und dann bleibt übrig... Das. Toll. Toll. Das Interfacing ist fehlgeschlagen, Pathfinder. Die Eingabe war offenbar nicht korrekt. Okay, wir riskieren es einfach. Ich nehme einen Override-Schlüssel. Wir haben es geschafft. Okay, an das Ding. Wir haben es geschafft. Oh, okay. Wo ist der Strahl? Sonst ging doch hier immer schon ein Strahl weg. Aber scheinbar gibt es hier keinen Strahl. So, wie kommen wir denn wieder zu unserem... Was ist das denn hier eigentlich? Adaptives Reliktkerngerät. Aha. Okay, wo ist denn eigentlich unser Auto? Da oben irgendwo. Ach, hier ist Lithium. Brauchen wir. Mal gucken, ob wir zum Fahrzeug kommen. Es wäre nämlich sehr schön... wenn wir das schaffen würden, aber ich glaube nicht. Okay, dann müssen wir es doch nochmal anders machen. Ach du Gott. Wir haben gar keine andere große Möglichkeit. Ich mache mal eine Schnellreise hier oben hin. Oder gab es eine Taste, um zum Nomad zu kommen? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Ich weiß das wirklich nicht im Kopf. Oder aus dem Kopf. Nicht nur im Kopf, sondern aus dem Kopf. Das ist Herr Hicks. Zumindest laut meiner Karte. So... Aufgeladen sind wir. Dann geht's jetzt in die letzte Richtung. Und zwar dahin. Warte mal. Haut das hin? Wir müssen rechts rumfahren. Da lang. Komm, 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 komm.
Oh, hier ist schon jemand lang gefahren, seht mal. Nun komm. Ui. Da, der Lichtstrahl. Wir werden so was von Cat Schwärme danach bekommen, wenn die Anlage hier läuft. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da hinten müssen wir hin. Der lädt aber langsam diesmal auf, ja. Was ist das hier, eine Brücke? Aha. Und schnell rüber da! Jawoll! Komm bloß in dem... Nee, in den, genau. Ach, deswegen sind wir so langsam. Wir waren gerade in dem... In dem Offroad-Modus und nicht in dem Schnellfahrmodus. Ja, komm. Wie fahren wir am besten? Ich glaube. So, jetzt. Jetzt aber. Turbo! Ich glaube, mein Anzug hat eine Fehlfunktion. Meine Zehen sind ganz taub. Was? So kalt ist es gar nicht. Also Schluss damit. Fahren Sie eigentlich in die richtige Richtung? Ja. Kommt her, meine Freunde. Okay, wir müssen noch ein Stückchen dichter ranfahren. Oh, ist ja gleich fett Action. Okay, einer weg. Okay, noch ein. Uiuiui. Ui. Gleich haben wir dich. Wo ist das Vieh? Da. Super, danke. Haben wir hier irgendwas? Außer eine Konsole und ein Behälter? Okay, ein Prozessorkern, aber das kann es ja nun nicht sein hier. Ja, okay, machen wir von hier unten. Algorithmusfragment scan. Aber so richtig das Wahre ist hier nicht bei. Okay, da lang. Ui, guck mal, wie wir da haben. Ja. Schnell mal abhauen. So, da hinten müssen wir hin. Komm, los. Los, komm. Ich will nicht erstmal wieder den Modus umschalten. Komm los, beweg dich. Achso, hier ist der Eingang. Ui, ui, ui. Und da lang. Los, komm. Mensch, das ist Eis. Komm. Boah. Oh. Los jetzt aber. Mach den platt, mach den platt, mach den platt. Wow. Hui. So, wir müssen hier rein. Und Munition schon wieder niedrig. Ach, verdammt. Irgendwie wird es in letzter Zeit ganz schön knapp mit Munition hier.
schön, wie das hier aussieht. Und ich wette, das wird hier alles zusammenschmelzen. Aber wirklich alles zusammenschmelzen. Da hinten ist irgendwo was. Da oben ist irgendwo was. Aber es ist alles hier... Dokumentiertes Mineral in der Nähe, Pathfinder. Okay. Undokumentiertes Mineral. Eins ist da hinten irgendwo. Okay. Also nicht das Mineral, sondern eins von den Insignien hier und Glyphen. So, dann haben wir ein anderes. Irgendwo da oben drauf. Und wieder diese Geräuschkulisse, ey. So. Jawoll. Und runter mit uns. Aber wo... Oh, war das jetzt so doll? Wo haben wir aber dieses Mineral? Ah, eine Reliktkonsole. Wir müssen wieder rätseln. Und zwar wie? Ich weiß nicht. Nutze ich die Reliktentschlüsselung? Aber das Problem ist, wenn wir die immer machen, wir haben nur noch eine. Und ich weiß nicht, ob wir noch genügend bekommen werden. Fangen wir mal an. Es ist, bleibt hier in dem Kreuz, gibt es nicht viele Möglichkeiten. Das haben wir. Das haben wir bisher nicht. Das heißt, hier an der Stelle kann nur... Oh, die sehen alle immer so identisch aus. Das kann nicht sein. Das haben wir. Das haben wir noch nicht. Und dann kann hier nämlich das hier sein, was noch fehlt, ne? Ich glaube, das ist eindeutig. So, das hier. Damit wären die sauber. Und damit die da sauber sind, weiß ich, dass das hier dann auch dieses Zeichen sein muss. Damit wäre das auch sauber. So, mit diesen Zeichen kann hier an der Stelle sowieso nicht das wieder auftauchen. Sondern wir haben dann hier das hier verschenkt. Nee, nicht, doch, könnte. Weil das ist da drüben und dann kann hier nur das letzte Übrige bleiben. Und zwar das. Und weil das dann so ist, können wir hier das A setzen. Ne? Dieses Südüt. Weil das taucht hier nur auf. Hier können wir jetzt gucken. Wir haben die Sachen schon dort und den dort. Das heißt, hier kann der sowieso nicht auftauchen. Der kann nämlich nur da oben auftauchen. Und hier bleibt dann nachher nur das E übrig. Genau. Und hier bleibt dementsprechend dann nur... das da übrig. Und weil das hier ist, bleibt hier nur das übrig. Und dadurch bleibt hier das übrig. Eigentlich ist es recht einfach, ne? So, dann können wir nämlich hier gucken. Es bleibt das übrig. Das geht nicht, weil wir hier schon sind. Das heißt, das hier ist da. Und dann bleibt hier nur das E übrig. Schön. Hier oben bleibt es dann beim dem hier. Hier haben wir das auch soweit fertig. Da bleibt es beim dem hier. Und dann haben wir hier das. Gucken wir mal. Nee. 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 Ich probiere es einfach. Jawohl. Super. Es hat geklappt. Gut gemacht, Ryder. Jetzt ist die Frage, wo ist der Gewölbezugang? Der Gewölbezugang ist dort. Und hier ist auch nochmal was Unbekanntes. Da werden wir mal am besten hinfahren. Aber hier gab es doch irgendwo Metall, wurde doch gesagt. Und wenn ich mir das hier angucke... Dann wir wahrscheinlich die Ecken hier erkunden müssen. Sam hat doch gesagt, hier ist irgendwie ein unbekanntes Metallmaterial in der Nähe. Oder aber auch nicht.
Und der meint wahrscheinlich oben drüber. Okay, hier sieht erstmal soweit alles clean aus. Aber wir haben schon wieder... Alles klar. Besuch. So, weg mit dem Dicken. Komm los, komm. Los, mach den doch platt endlich. Ich hab bald keine Munition mehr hier. Ah. Dass sie immer gleich so zerfallen, ja. So, da ist unser Nomad. Schnell mal dahin. Ja, gefährliche Umgebung verbrauchen ihre Lebenshaltung. Das ist klar, das ist mir sowas von klar. Aber hier ist keine lebensgefährliche. Glaubte ich zumindest. So, wir haben einen Knaffpunkt. Was? Turbo! Wir haben hier einen Knaffpunkt gesetzt zu einem Fragezeichenort. Ja, wir haben hier nochmal einen Reliktstandort. Ui. Pathfinder. Tut mir leid. Ungewöhnliche Werte von der nahegelegenen Reliktstätte. Sie sollten dem vielleicht auf den Grund gehen. Okay. Wir kriegen jetzt sowieso Besuch gerade. Okay. Bin auf dem Weg. Schicken wir mal unsere Leute hier zu. Na super. So. Haben wir. Da haben wir noch einen. Irgendwie sind die gerade beschäftigt, habe ich das Gefühl. Munition. Oder? Interaktive Neurospule. Hier ist ein Gerät. Hey Mensch, haben Sie Todessehnsucht? Hä? Identifizieren Sie sich eigentlich nicht? Nicht, dass ich wüsste. Wer sind Sie? Mein Name ist Halger. Ich bin beim Widerstand und verstecke mich in einem Scharfschützennest, 2 Klicks von Ihnen entfernt. Sie stehen mitten in einem Minenfeld der Cat. Haben Sie die Warnmarkierung nicht bemerkt? Offensichtlich nicht. Das würde die ungewöhnlichen Werte erklären, die ich empfangen habe. Na super. Die Quelle ist ein kodierter Sender. Ich kann kaum glauben, dass Sie noch keine Mine ausgelöst haben. Und ich habe auch keine Ahnung, wie Sie da wieder heil rauskommen. Ein Scan sollte Ihnen zeigen, wo die Minen vergraben sind. Ja. Sollten sich aber besser beeilen. Die Cat patrouillieren ziemlich häufig in diesem Gebiet. Toll. Falls sie es nicht schaffen, lasse ich die Basis wissen, wo ihre Überreste zu finden sind. Na toll. Was ist denn jetzt hier? Hä? Was soll ich denn jetzt machen? Dem Minenfeld entkommen? Ich speichere mal kurz. Was will denn das System gerade von mir hier? Das Spiel? Wow. Endgültig. Hammer Sharp. Erledigt. Das macht irgendwie Spaß. Ja, super. Na also, wir
haben einen sicheren Weg aus diesem Minenfeld. Glückwunsch. Und danke, dass Sie die Cat hierher zurückgelockt haben. Sie werden neue Minen legen wollen. Ich lasse Sie für jede einzelne büßen. Und falls ich Sie mal in der Basis sehe, stelle ich mich Ihnen vor. Okay. Alter, Ende. Super. Okay, apropos vorstellen. In der nächsten Folge werden wir uns dann um die Sache hier kümmern. Pathfinder. Ja. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Ja, Sam. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ich weiß, Sam. In der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Firefox.